So, herzlich willkommen zum Tuning Tuesday. Wir haben wieder ein paar Fragen reinbekommen. Der Paul liest sie mir jetzt vor. Und dann gucken wir mal, gut, was heute so kommt. Fangen wir gleich mal mit Migge an. Migge? Ja, Migge Abart. Er fragt, was wäre das Erste, was du ändern würdest beim Auto? Das Erste? Genau. Wenn du da jetzt ein Auto hast, was würdest du als Erstes ändern? Ich bei mir? Ja, entweder bei deinem eigenen Auto oder bei einem anderen. Das Erste, was ich ändern würde, ist klar die Software natürlich. Ja. Die Software würde ich als Erstes ändern, in Verbindung mit einem geilen Rennkart und so. Ja, das ist so das Erste, was ich machen würde. Ich meine, früher, da wo ich meinen Führerschein bekommen habe, da war das Erste, was wir geändert haben, wer weiß es? Ich würde vorschlagen, tiefer legen. Ne? Nee. Nicht? Nee. Scheiben? Nee. Auch nicht? Nee. Auspuff? Nee. Das Radio, Alter, die Anlage im Auto, Kantonboxen rein, Alpine Radio, das war immer das Erste, was reingekommen ist damals. Geil, hä? Der Dennis, der will wissen, welches Auto würdest du gerne mal tunen? Also was du jetzt auch zum Beispiel noch gar nicht getunt hast. Dennis, das ist eine gute Frage. Welches habe ich noch nicht gemacht, was ich gerne machen würde? Ich würde gerne mal so ein Koenigsegg oder sowas. Ja, so ein Koenigsegg würde ich gerne mal machen. Seht ihr, ich gucke schon ganz verträumt, weil ich im Koenigsegg. Ich habe schon einen Koga, ich sehe das schon, ich im Koenigsegg drin. Koenigsegg. Gut, The Besnik schreibt: Ey Jimmy, bei was für ein Auto würdest du gar nichts machen? Komplett Serie lassen. Komplett Serie? Ja, welches Auto? Komplett Serie. Also du musst wissen, ich würde jedes Auto machen, ja? Wo ich gar nichts machen würde, ist irgendwelche alten Autos, wo einfach zu wenig so rausholen ist oder die Steuergeräte zu alt sind, da würde ich nichts machen. Aber sonst fällt mir kein Auto ein, wo ich sage, nein, das würde ich nicht machen. Wenn es meine wären, würde ich alle machen. Gut. Der Pierre hat auf YouTube kommentiert, hier schreibt er, wie gehst du bei Motorelektroniken vor, die du vorher noch nie gemacht hast? Bosch bringt ein neues Motorsteuergerät raus, MED XXX. Hast du das vielleicht schon mal gemacht, oder? Also MED XXX sagt mir noch nichts, ne? Ja. Wie ich vorgehe, wie bei allen anderen auch, man muss sich da reinarbeiten, gucken, wie die Kennfelder aussehen. Und Bosch hat Standardkennfelder, die sehen immer gleich aus, ja? Und es ist egal, ob die jetzt ein neues Steuergerät rausbringen oder nicht. Die Kennfelder sind meistens identisch, die muss man halt suchen und dann wird sowieso auf dem Prüfstand abgestimmt, auf dem Prüfstand alles rausgefahren und so tastet man sich dann ran, ja. Da haben wir den Deggy, der hat, glaube ich, letztes Mal auch schon mal ein paar Sachen gefragt. Jetzt fand ich die Frage auch schon ganz schön interessant. Ist das Tuning hier bei uns in Deutschland genau das gleiche wie in der Schweiz? Manche haben auch noch gefragt, ob da auch preislich da der Unterschied ist oder alles gleich. Nee, also ich sag mal so, das Tuning selber ist überall gleich, weil egal, ob du das jetzt in der Schweiz kaufst, in Deutschland, in Abu Dhabi oder da und da, ja, es kommt immer alles von mir, das heißt, ich schreibe das ja alles und klar ist, wenn jetzt in Katar mir jemand was schickt von Katar, wo ich weiß, das Sprit ist 91 Oktan, da mache ich halt eine andere Zündung und stimme das halt anders ab, ja, aber auf die Frage, ob es von mir kommt, denke ich mal, wollt ihr wissen, kommt immer alles von mir, ja. Moi, der fragt, wie würdest du heute mit Chiptuning anfangen? Wie kann man sich das Wissen aneignen? Ja, also anfangen ist so, da kannst du dir am besten mal das Video auf YouTube anschauen über Tuning-Tools. Da erkläre ich schon mal, welche Tools geeignet wären für den Anfang. Aber die Software selber schreiben wirst du so selber nicht lernen können. Da brauchst du definitiv jemanden, der dir das mal zeigt und der das mal einem beibringt, mehr oder weniger. Mir wurde das auch beigebracht im Jahr 2000. Ja. Überleg mal, Paul, wie lange das her ist. Im Jahr 2000 schon, wurde mir das beigebracht. Ja. Ja, ist aber wahrscheinlich nur die Basics und den Rest hast du dir selber beigebracht. Klar, die Basics, aber damals die Basics, das war, ja, da waren zwei Kennfelder drin und das war's dann, ja. Und jetzt ist halt schon schwierig. Also an alle, die bis jetzt noch nicht in Kontakt waren mit Software schreiben, die brauchen das eigentlich gar nicht anfangen, weil die Zeit zu investieren lohnt sich gar nicht. Da ist einfacher, die Software von irgendwelchen
Zulieferern zukaufen, ja, wie auch ich sie verkaufe. Gibt es auch viele andere, die die verkaufen, und da gibt es schon gute Angebote auch, wo er genug noch Geld damit verdient, und da ist einfacher, die Software einzukaufen, anstatt das selber zu lernen. Gut, Diego will wissen, ob du auch schon mal Motorräder optimiert hast. Motorräder, ja klar, habe ich schon Motorräder gemacht. Zum Beispiel die BMW, die 1000er RR, ja, die hat ja eine Bosch ME9-Steuerung, ja, schön mit BDM100 EVC, drauf im Taskkopf, Auslese, bisschen Zündung, Drehzahl hoch, ja, dann geht das schon. Also Motorräder gehen auch, ja. Aber ja, ist nicht mein Kerngeschäft, das sollen dann die Motorradhändler machen. Ich bleibe bei den Autos. Der Maxi schreibt, OPF-Ersatz bei Leasingfahrzeuge. Ist das möglich? OPF-Ersatz bei Leasingfahrzeuge. Also ich sag mal so, möglich ist alles, aber ich würde natürlich nicht das Originalteil beschädigen. Ich würde immer das Originalteil rausmachen, ein Ersatzrohr reinmachen, und wenn das Auto halt wieder zurückgeht, wieder tauschen und das Original wieder reinmachen. Mhm. Weil du musst ja das Auto so zurückgeben, wie du es bekommen hast. So ist es. So, Mu24 RAT sagt, stehen die Araber auf Elektroautos? Jetzt waren wir ja in Dubai vor kurzem. Also da kann ich dir sagen, wir waren jetzt vor kurzem in Dubai erst, und in den ganzen 10 Tagen haben wir wahrscheinlich 2 Teslas gesehen, ja. Ja, die dann ganz langsam irgendwo gefahren sind, weil sie wahrscheinlich Angst hatten, dass sie jetzt bald stehen bleiben vor der Hitze. Also nein. Ja. Nein, noch nicht. Die haben noch zu viel Öl. Ja, die haben noch zu viel Öl. Und solange die Öl haben, wollen sie Verbrenner fahren. So, der Aydin schreibt, sind Flammen aus dem Auspuff eigentlich negativ beeinflussend auf die Motorleistung wegen dem Bremsraum und Temperatur? Nee. Also Flammen hinten am Auspuff raus hat nichts mit der Motorleistung zu tun. Mal der Noah, der fragt, kann man bei euch einen RS6 C8 auf 800 PS oder mehr tunen lassen? Mit Sicherheit, oder? Machbar ist alles. Ja. Ist halt nur eine Frage der Nutzbarkeit, Frage des TÜVs und wozu es benutzt wird. Also machbar ist es auf jeden Fall, ja. Ist halt nachher nicht ganz legal auf der Straße. Der Tommy, der fragt, macht ein Diesel zu tunen viel Sinn? Tommy, natürlich macht es Sinn. Dein Kraftstoffverbrauch im Teillastbereich geht runter, ja. Und du hast natürlich mehr Leistung unter Volllast. Nicht umsonst gibt es ja Hersteller, die den gleichen Motor verbauen, wo einfach Downsizing machen und im gleichen Motor einfach mal irgendwo um 30 PS weniger sind wie im großen Bruder. Ja? Was machst du da? Da machst du natürlich Software drauf. Ja? Da sparst du dir viel Geld. Also beim Diesel, ich muss sagen, wenn du das jetzt so hochrechnest, haben wir bestimmt, ja, sagen wir mal, 30% Dieselfahrzeuge und 70% Benzinfahrzeuge, wo wir machen. Also wir machen sehr viel Diesel eigentlich. Ja. Und am Sound kann man da irgendwas machen? Da fragt jetzt der Micha. Am Sound? Ja. Also beim Diesel am Sound, legalerweise, nein, geht nicht. Was es gibt, ist halt von Max Horst natürlich diese Soundgenerator. Meiner Meinung nach hören die sich ziemlich gut an, ja, gegenüber anderen Hersteller. Und ansonsten machst du halt eine Abgasanlage, aber das wird sich vom Sound her nicht wirklich viel ändern. Ja, da muss dann schon der Cut raus, beziehungsweise auch der DPF, und dann kriegst du einigermaßen Sound raus, wird lauter als Serie, aber ich empfehle, gerade wegen der AU und alles, würde ich einfach so ein Soundmodul drunter bauen. So wie Audi natürlich in Serie auch in manchen Modellen hat. Ne? Also, sehr schön. Die Runde ist zu Ende. Ihr habt jetzt wieder die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Eine Woche lang könnt ihr immer wieder was dazu schreiben. Der Paul pickt sich dann wieder ein paar Fragen raus. Und dann gucken wir mal. Ja, Paul? Das machen wir. In diesem Sinne mache ich jetzt auch Feierabend. Und was ich euch noch mitteilen wollte. Unsere Klamotten sind online. Ihr könnt sie jetzt bestellen. Ja? Also, geht auf den Link. Patrick blendet ihn ein. Und dann könnt ihr mal gucken, was für Klamotten jetzt eigentlich da sind. Wir haben echt fast ein Jahr jetzt gewartet, bis es da war. Das Richtig. Corona hat alles so verzögert. Dann hieß es, ja, das ist unterwegs und beim Zoll und hier und da. Und jetzt ist endlich da. Mensch. Hä? Das wird gut. Also,